Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Dienstagabend-Fotografie-Laber-Video. Mein Name ist Stefan Wiesner und du schnappst jetzt am besten ein Käffchen oder irgendwas zu trinken. Es wird ein bisschen gemütlich. Wir reden über Objektive heute. Ich möchte erklären, warum, da steht das Tamron 1728, warum Tamron im Moment ziemlich viel richtig macht bei Objektiven, warum Sigma was Wichtiges verstanden hat, aber falsch macht. Sony das wahrscheinlich auch verstanden hat, die haben es nicht nötig. Canon hat fürchte Vogel abgeschossen, ganz wichtig, überhaupt gar nicht verstanden die Situation. Und überraschenderweise ist Nikon, so hatte ich so ein bisschen, so unter uns, so ein bisschen, ich habe angefangen, mein ganzes Nikon-Zeug zu verkaufen, ich habe gar nichts mehr von Nikon gehabt. Jetzt habe ich mir schon wieder ein Nikon-Objektiv gekauft und hier liegt eine Nikon rum und so weiter, weil die eben auch was ziemlich richtig machen. Darum geht es heute. Mehr dazu nach dem Intro. So, Intros gibt es nicht, aber ich möchte mal darüber reden, Objektive. Ich habe hier. Als Fotograf haben wir immer das Gefühl, Objektive können gar nicht gut genug sein. Behaupte ich ja auch gerne mal. Und gute Objektive machen tatsächlich auch viel mehr Spaß. Das heißt nicht, dass ein Foto besser ist. Ein gutes Foto ist ein Foto, das Emotionen auslöst. Emotionen können sein Informationen, ne, ein Sachartikel. Das kann Überraschung sein, Freude, Lachen, Tränen, Schock, etc. Aber auf jeden Fall sollte ein Foto nicht so sein, ich sehe das und blätter weiter und keine Reaktion, stumpf. Das ist nicht falsch. Aber halt eher langweilig dann. So, und das hat mit der Technik überhaupt gar nichts zu tun. Wenn du an die berühmtesten Fotos denkst, das sind per Definition alte Fotos, das sind per Definition Fotos, die es in der Regel werden die gemacht sein, als das Objektiv noch gar nicht gab und trotzdem sind das berühmte Fotos, weil sie halt eben, weil der Inhalt zählt. Inhalt ist immer wichtiger als Schärfe. So, nichtsdestotrotz, gute Fotos machen es schwer, Objektive kaufen ist einfach. Das ist das 85 mm Sigma, in dem Fall für die Canon-Version. 1,4 und das ist die Sony-Variante quasi davon, auch 85 mm 1,8. 1,4, 1,8. ein ganz kleiner Unterschied im Gewicht und auch in der Größe. Darum geht es ein bisschen. Das ist ohne Streit, also es ist auf jeden Fall sehr viel besser als das. Und das ist sehr viel besser und das ist sehr viel schlechter. Das ist so schlecht, dass ich es gerade verkauft habe. Das geht, nach diesem Video geht es auf die Post, weil es für mich eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Obwohl ich gerade gesagt habe, dass es besser ist. Jetzt habe ich entweder gelogen oder eine Geschichte. Ich erzähle eine Geschichte. Und zwar folgendes. Ich mache im Moment ein großes Projekt mit Handwerkern. Da fotografiere ich eine Serie von Handwerkern. Und es gibt nachher ein Buch, wo die drin sind in Bild und Text. Also die Story von dem Menschen und von dem Beruf und halt eben dann auch ein paar Bilder natürlich. So, und ein Teil davon sind Porträts. Und zwar, wo sind sie? Und zwar so enge Headshots. Zeig das mal hier. Sieht man das? Also so, ne? Eng. Eng, wirklich eng. Das heißt, sie kommen nah ran. So. Und normalerweise ist es so, ich mache ein Porträt, in dem Fall hochkant, habe das Objektiv drauf. Und was ich dann mache, ist, die Leute wissen, und das sind keine Models, das sind normale Leute von der Straße quasi. Die wissen nicht, was sie machen sollen, wo sie hingucken sollen. Das heißt, was ich mache, Tipp, ich fotografiere hochkant in dem Fall und ich sage, lies das Canon, weil das fotografiere ich mit dem Canon, weil es das Canon-Objektiv ist, mit der Canon EOS R in dem Fall. Und dann sage ich halt, lies den Canon-Schriftzug. Weil dann wissen Sie, wo Sie hinfokussieren. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie hinfokussieren sollen, dann haben Sie so einen leeren Blick. Achte mal auf meine Augen, jetzt gucke ich mal ins nächste. Ausdrucksloses Gesicht, ja, weil ich nicht fokussiere. Wenn ich jetzt auf das Sony, ich filme das Sony, ich lese den Sony-Schriftzug, ich gucke an der Linse vorbei, das siehst du aber nicht. Sondern ich gucke ja quasi auf die Linse nur so ganz leicht dabei. So. Deswegen ist es überhaupt kein Problem, so kleiner Tipp. Weil auf die Linse selbst kann man schlecht den Blick fokussieren. So, das sage ich normalerweise und dann versuche ich mit den Leuten zu reden und versuche sie locker zu machen, weil die sind natürlich, sobald ich so eine große Kamera hochhebe, sind die nervös. So, und was jetzt passiert ist mit diesem Objektiv, sie können mich nicht mehr sehen. Weil die Kamera nicht groß ist, aber das Objektiv ist so groß, dass man die Kamera nicht mehr sieht. Sie sehen den Schriftzug, kennen nicht mehr und sie sehen mich nicht mehr. Sie sehen nur noch dieses Riesen. Und wahrscheinlich, ich bin ungefähr so dicht dran wahrscheinlich. Und da siehst du halt von mir nicht mehr viel. Du guckst nur noch in dieses riesen Objektiv rein. Und das ist natürlich, das führt dazu, dass die Fotos schlechter sind. Obwohl das technisch besser ist, das Objektiv, als das Sony, sind die Fotos schlechter, weil die Leute unsicher und verwirrt sind. Eine Möglichkeit wäre, ein anderes Objektiv zu nehmen, mit dem ich weiter weggehe, weil es aber in der Regel Indoor ist, da habe ich häufig nicht genug Platz. Deswegen ist das 85er so beliebt, weil man wenig Platz braucht. Und deswegen ist das Objektiv besser, ist kleiner. Ich habe weniger Gepäck. Die Leute sind nicht so verunsichert und sie können mich noch sehen und sie können Sony bzw. Canon Schriftzug dann noch lesen. Und das ist auf 1,8 längst nicht so scharf wie das andere auf 1,8. Aber ich fotografiere gar nicht auf 1,8. Wenn ich so nahe komme, dann bin ich auf Blende 2,5, 2,8, sowas.
Und ja, dann zeige ich mir mal, wo da der Unterschied ist zwischen den beiden Objektiven. Großes Bokeh habe ich hier auch nicht, ja, weil der Hintergrund ist immer ein bisschen dunkel gehalten. Und die Idee ist halt, dass nachher eine Serie, die sind nachher nebeneinander und so weiter. Und sind dann, ne? Das ist schwierig, ist tatsächlich schwierig. Ich mache mal 20, 30 Porträts über 2 Jahre an verschiedenen Locations und die sollen nachher nebeneinander ausgedruckt sein. Schwierig. Und deswegen habe ich mir, also das Sigma, obwohl es so gut ist, habe ich es verkauft und das habe ich gekauft. Und das wäre so ein bisschen eine Key Message von diesem Video. Objektive können zu gut sein und sind dadurch schlechter, obwohl sie eigentlich besser sind. Ne? Technisch besser, aber die Fotos sind nachher schlechter, so wollte ich sagen. Wenn ich draußen ins Blumenfeld gehe und so weiter, tolles Bokeh und so weiter, ist das natürlich besser, ein viel besseres Bokeh. Aber dann nehme ich nicht das Objektiv, dann nehme ich ein 70-200. Deswegen macht das für mich, für das, was ich aktuell fotografiere, keinen Sinn mehr. Das habe ich jetzt 2, 3 Jahre, 4 Jahre, ich glaube schon ein paar Jahre. Und ich benutze es zweimal im Jahr vielleicht, wenn es hochkommt. Und deswegen ist es zu schade und deswegen habe ich es jetzt verkauft. Also, was lernen wir da draus? Geh doch mal in dich und überleg mal, was dir wirklich fehlt. Schau halt mal, und das ist eine gute Hausaufgabe, nimm mal deine Bilder vom letzten Jahr, die du gut findest oder die völlig in die Hose gegangen sind. Und überleg mal, wenn du, ne, der Hersteller deiner Kameramarke, kennt Sony, Nikon, wer auch immer, kommt zu dir und sagt, was willst du haben? Wir schenken dir ein Objektiv, welches möchtest du haben? Und dann überleg doch mal, welches möchtest du haben und warum? Und wären deine Fotos deswegen besser im Sinne von, sie sind ja immer für irgendwas. Wären sie damit erfolgreicher im Sinne von, wenn das Familienfotos sind, würden sie deiner Frau, deinem Mann, deinen Eltern, würden sie deswegen besser gefallen? Würdest du deswegen irgendwie mehr Dankeschön kriegen von deinen Kunden oder was wäre denn wirklich besser, außer dass du es cool findest, dass du ein teures Objektiv hast? Das ist nicht verkehrt. Cool fühlen ist gut, weil wenn man mehr Spaß hat, ist na, alles gut. Aber was wäre wirklich objektiv besser, wenn du ein teureres Objektiv hättest? Und was wäre schlechter? Wie oft würdest du das wirklich mitnehmen? Das ist ganz schwierig. Das ist für mich auch ganz schwierig. Ich als Tester. Teure Objektive sind Aushängeschilder für die Hersteller und sind natürlich für mich auch eine Gaudi. Also ein teures Objektiv zu testen, die sind teuer, weil sie gut sind. Heutzutage, die sind ja alle gut. Alle teuren Objektive sind gut. Und da reden wir über Nuancen. Und es macht immer Spaß, damit zu spielen, weil es einfach Spaß macht. Für eine Woche. Hallo zusammen, schönen guten Morgen aus der herzlichen Lüneburger Heide. Da ist ein kleiner See, die Sonne ist gerade aufgegangen, die Farben explodieren, es ist ein herrlicher Tag. Super Tag, um über Objektive zu reden. Und zwar filmt mich jetzt die Sony A7 R3 mit dem Sigma MC11 Adapter und da dran ist die Canon-Version von dem Sigma 105 Blende 1.4 Art. Und das heißt nicht, dass ich sie regelmäßig benutze. Das Review dazu hat Spaß gemacht. Ich finde es immer noch wahrscheinlich das beste 85 mm, was es gibt. Und ich habe es verkauft, weil ich es nicht benutze. Obwohl es so gut ist. Ne? Das immer berücksichtigen. Also was fehlt dir wirklich? Schreib gerne Kommentare. Ich freue mich auf die Kommentare. Ich glaube, bei diesem Video lohnt es sich mal wieder in die Kommentare zu schauen. Also schreib gerne rein. Was hättest du gerne? Und warum wären deine Fotos dann besser? Oder deine Fotografie besser? Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass Kameras heutzutage viel besser sind als vor ein paar Jahren. Wenn du nicht eine sehr alte Kamera hast, früher war zum Beispiel Lichtstärke wichtig. Wegen ISO-Rauschen. Das ist ja heute kaum noch ein Thema, wenn du nicht sehr spezielle Sachen machst. Das heißt, zum Beispiel ein 24-70 2.8-Objektiv ist jahrelang das Brot- und Butter-Objektiv gewesen. Nutze ich auch, nutze ich sehr viel. Das filmt mich jetzt an der Sony. Nutze ich all the time. Also habe ich ständig drauf. Sowohl zum Filmen als auch zum Fotografieren. Aber wenn das jetzt 4.0 wäre, wäre das eigentlich nicht mehr unbedingt schlimm im Sinne von ISO-Rauschen, weil mit der Sony, ob ich da ISO 200 oder 800 habe, ist mir doch völlig egal. Ist mir völlig egal. Spielt mir gar keine Rolle. Auch für den Druck nicht. Ich kann ein bisschen mehr freistellen, das ist tatsächlich so. Ein bisschen. Aber wenn ich freistellen will, nehme ich eine Festbrennweite. Dann kann ich richtig freistellen. Und nicht nur so ein bisschen. Deswegen so. Ja. Und zu viel freistellen ist auch nicht unbedingt gut. Ich mache halt viel im Moment so Reportagefotografie. Und wenn ich sage, Frau in der Werkstatt, ne, hier die Frau zum Beispiel die baut einen E-Bass aus Holz. Ganz spannende Geschichte. Klaus Salzellerfeld, der Malo E-Bässe. Das war mein letztes Projekt von letzter Woche. Und Klaus Salzellerfeld. Und der baut E-Bässe für die Welt. Also so richtig auf Weltniveau quasi. Glaube ich. Ich bin kein Musiker, aber hat er gesagt und haben mir ja auch viele von euch geschrieben, dass sie ganz tolle E-Bässe bauen. Ja, also ganz spannende Sache. Und die Frau fräst da also gerade da diesen E-Bass. Und das ist mit dem 24-70 2.8 aufgenommen. Ganz tolles Objektiv, also scharf. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ich zoome mal rein. So, wenn Sony jetzt sagen würde, Sony würde zu mir kommen und mich fragen, wie können wir dieses Objektiv noch besser machen? Dann würde ich sagen, leichter, kleiner. Aber ich würde nicht sagen, schärfer.
Ich würde auch nicht sagen, ich hätte es gerne in einer 2.0-Version. Weil auf 2.8 habe ich schon sehr wenig Schärfentiefe. Mehr freistellen wollte ich da gar nicht. Sonst, ich hatte Festbrennweite dabei, 55 und 35 habe ich beide nicht benutzt, weil ich wollte zeigen, Frau in der Werkstatt. Und nicht Frau im Studio in der Werkstatt. Ne? Weißt du, was ich meine? Also ich will, dass man die Umgebung auch noch erkennt. Für Reportagestyle. Und das ist bei Hochzeitsfotografie zum Beispiel auch so ein Thema. Man soll, will ja zeigen, wo das Ganze ist und so. Man hat ja viel Geld. Das Ehepaar hat viel Geld bezahlt für die Location. Dann soll man die nachher auch sehen, finde ich. Nicht auf jedem Foto, aber. Ne? So. Also, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt reden wir mal über Tamron. Was macht Tamron im Moment richtig? Ich teste gerade das 17-28 in dem Fall für Sony. Tamron hat ja verschiedene Objektive, die so komische Zoom-Bereiche haben. Auch schon länger, Ultraweitwinkel und so, für Nikon zum Beispiel. Wo man sich ein bisschen fragt, im ersten Moment, ja, aber da fehlt ja was. Der Zoom-Bereich ist ja komisch. 17-28, das ist das Sony 16-35 F4. 2.8, das ist lichtstärker und es ist, ich weiß den Straßenpreis noch nicht, ist ganz neu, aber das ist wahrscheinlich günstiger und lichtstärker. Und jetzt musst du aufpassen. Wenn du Objektiv, wenn du zwei Objektive hast und eins ist deutlich teurer und deutlich schwerer, dann ist es wahrscheinlich auch besser als das andere, weil Glas ist schwer und Glas macht gute Objektive. Das muss nicht so sein, aber in den meisten Fällen schon. Sie sagen, jetzt halt ist ein Kompromiss und sie haben halt einen kleineren Zoombereich. 17-28 ist nicht 16-35 und die 35 fehlen mir tatsächlich hin und wieder. Aber es ist deutlich leichter und deutlich günstiger und lichtstärker. Und erster Eindruck ist sehr gut von der Bildqualität her, da gibt es dann ein Review zu, aber erster Eindruck ist schon mal sehr gut. Auch Sonnensterne, sehr attraktive Sonnensterne. Ein bisschen klinisch, fehlt ein bisschen der Charakter, aber sie haben Sonnensterne. Man kann damit auch mal ins Licht rein fotografieren. Aber jetzt kommt's. Perfekt. Das habe ich gekauft. Die F4-Version, nicht die 2.8-Version. 2.8 kostet grob das Doppelte und wiegt grob das Doppelte. Also in der Regel ist das so, dass es einen F4er gibt und 2.8er gibt. Und das 2.8er ist lichtstärker und dafür deutlich größer und dafür deutlich teurer. Ich habe das Kleine genommen, weil ich damit filme vor allem und Landschaftsfotografie mache und es damit halt noch viel, viel leichter zu tragen ist. Das ist noch leichter, noch kleiner und ist lichtstärker. Und zum Filmen. Mega, mega gut. Ich zeige mal ganz kurz den Ausschnitt. Hallo zusammen, schönen Gruß aus Münster in Westfalen. Ich komme gerade an und ich treffe jetzt den Manuel. Manuel ist Musiker und ich habe einen Blitz dabei. Und wir haben ein kleines Shooting vor uns. Ich nehme euch einfach mal mit. Auf geht's, da kommt er. Ich bin das letzte Mal wieder geschaut. Ja, ja, ja. Ja. Reinspaziert. Oh, das ist ja voll cool hier. War auch so meine einzige Idee. Also gute Idee, gute Idee. Genau. Ich bin Manuel Bögel aus Münster. Ich bin Berufsmusiker, lebe hier und ja, bin heute da, um ein schönes Foto zu machen. Sehr gut. Was ist das Besondere an deinem Bass? Das Besondere an diesem Bass ist, dass Gerald Malot den speziell für mich gebaut hat. Und kleiner Teaser, das ganze Video gibt es dann demnächst. Aber jedenfalls zum Film. Perfekt, das ist genau das Objektiv, auf das ich gewartet habe. Seit Jahren warte ich auf so ein Objektiv. Es fehlt ein Bildstabilisator. Das wäre noch gut, wenn der Bildstabilisator drin wäre, aber der 5 Achsen von der Sony ist so gut und der wird ja auch immer besser bei neueren Kameras. Also das wird, meine Prognose ist, das wird das Objektiv für alle, die so Videoblog-Style filmen, wollen das haben. Alle, die mit Sony filmen in dem Fall. Wollen das haben. Nicht jeder wird das kaufen, aber ideal dafür. Könnte gar nicht besser sein. Tamron macht das richtig. Tamron hat verstanden, die meisten von uns wollen einfach Spaß an der Fotografie haben und der Rucksack soll nicht 10.000 Euro kosten und man will auch nicht 10.000 Euro ausgeben für eine Fotoausrüstung. Meine Meinung ist, das kann falsch sein, meine Meinung ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt, die großen Marken, was machen die? Die machen eine Marktsegmentierung und die sagen, Leute mit wenig Geld kaufen eine APS-C-Kamera und Leute mit viel Geld kaufen Vollformat. Also sind die Vollformat-Objektive teurer und die APS-C-Objektive dürfen nicht so teuer sein, weil sonst würde sie keiner kaufen. So ganz grob. Und was Tamron jetzt gemacht hat, die haben verstanden, nein, auch Leute mit wenig Geld kaufen eine Vollformatkamera. Oder die wenig Geld ausgeben wollen. Weil man jetzt gebrauchte Sony, gebrauchte Canon, eine Canon 6D oder eine Sony A7 I, kriegst du für ein paar hundert Euro. Neu sogar teilweise für deutlich unter 1.000 Euro. Canon bringt gerade eine Billig-Vollformat raus für um 1.000 Euro. Ja, also der Markt ist offensichtlich doch da. Und das heißt, es braucht dann auch gute, nicht sehr gut, aber gute, solide Objektive für Vollformat, die bezahlbar sind. Und das hat Tamron erkannt, mit verschiedenen Objektiven jetzt. Und ich gehe davon aus, dass sie die ganze Serie rausbringen werden weiter und dass sie mega erfolgreich damit sein werden, weil die Objektive sind gut, sind nicht so gut wie die teureren meinetwegen, aber wenn das Objektiv ein Drittel kostet und kleiner und leichter ist, dann ist es besser, weil man es mitnimmt und weil es günstiger ist. So, Tamron macht es also im Moment, glaube ich, ziemlich richtig. Reden wir über Sigma. Sigma verstehe ich nicht. Die reden ja auch nicht mit mir.
Ich bin noch nicht groß genug oder so. Jedenfalls, was die richtig machen, ist, die machen Monsterobjektive. Die machen im Moment so ein bisschen, die kann man drüber argumentieren, philosophieren. Die machen, sagen wir mal, mit die besten Objektive, die es überhaupt gibt für Vollformat. Und zum deutlich günstigeren Preis. Also Preis-Leistung ist viel besser als beim Originalhersteller. Und mit der Sigma Art-Serie, damit haben sie angefangen, vor ein paar Jahren schon, den Markt völlig aufzurollen. Weil sie hatten so ein bisschen Billigmarkt-Image und haben dann gesagt, komplett Rebranding im Grunde, sehr, sehr hochwertige Objektive, die besser waren als das, was die Originale bieten können. Und sie mussten dann, die Originale mussten dann hinkennen und so weiter, mussten dann hingehen und bessere Objektive machen, weil Sigma sie quasi ihnen in die Waden gebissen hat. Voll cool. Ich habe von Sigma nur noch das 35mm 1.4 für Sony, benutze ich all the time. Im Moment eigentlich eins meiner absoluten Lieblinge, benutze ich ganz viel, so viel wie ich irgendwie kann. Immer wenn es irgendwie Sinn macht, 35 Sigma, weil es einfach einen geilen Look hat. Aber jetzt kommt's. Das ist 1.4. Benutze ich nie auf 1.4, nie. Völlig Perlen vor die Säue, benutze ich nicht. Jetzt zeige ich mal 1.6 und 1.8. Jetzt sagen wir mal, welches 1.6, drück auf Pausentaste, welches ist 1.6 und welches ist 1.8. Das siehst du nicht. Keine Chance, dass du das erkennst. Du siehst, dass ich mich bewegt habe. Du siehst, wenn ich einen kleinen Tick vor und zurück gehe, mich ein bisschen weiter links, rechts und so weiter. Das hat einen Einfluss auf das Bild. Aber 1.6 oder 1.8 sieht kein Mensch. Aber das Objektiv ist groß und schwer. Es gibt für Sony kein 35er 1.8, was irgendwie gut ist und so weiter. Also kenne ich zumindest nicht. Sony selbst hat einen 2.8er. Verstehe ich nicht, was man damit macht. Dann nehme ich doch das 24-70. Aber Sigma hätte meiner Meinung nach diese sehr, sehr hochwertigen Objektive auf 1.8 machen sollen. Und deutlich kleiner. Wenn das hier 1.8 wäre oder halb so groß, ja, ich würde den ganzen Tag damit rumlaufen und grinsen. Weil ich sowieso nicht auf 1.4 benutze. Einmal im Jahr, weil ich es kann, einmal im Jahr. Und dann schalte ich wieder auf 2, weil es keinen Sinn macht auf 1.4. Das macht Sigma leider falsch, meiner Meinung nach. Man kann eine andere Meinung haben. So. Weil wenn sie 1.8 wären, dann wären sie kleiner, leichter, billiger. Wäre irgendwie besser. So, jetzt kommt's. Sigma macht es aber andererseits sehr, sehr richtig für die kleinen Kameras, für die APS-C-Kameras. Da haben sie sehr hochwertige Objektive auch. Mich filmt jetzt das 30mm Sigma in der Sony A6300. Kannst du selbst ein Bild machen, wie das aussieht. Nutze ich auch sehr viel. In dieser Kombination halt klein, leicht, toller Look und so weiter. Passt. Und ist klein, leicht und günstig. Das umgerechnet dementsprechend würde das 50mm 1.4 von Sigma für Vollformat riesengroß, teuer und so weiter. Habe ich nicht. Alle meine Fotofreunde, alle die beruflich Fotografie machen, die ich kenne, haben Sigma Art Objektive, alle. Und benutzen sie auch und alle schwärmen davon, dass das so tolle Objektive sind. Und alle, ohne Ausnahme, alle jammern, wenn sie das Ding aus dem Fotorucksack holen, das große Ding. Und wir machen dann immer Scherze drüber und lästern und so weiter und du hast so dicke Arme und so. Also wirklich, wir Fotografen machen uns darüber lustig, wir jammern darüber, aber wir benutzen es, weil die so gut sind. Aber wir lachen den ganzen Tag über Sigma. Also lachen ist falsch, aber irgendwas läuft doch da falsch, oder? Und das kann bei deinen Fotofreunden anders sein. Das ist einfach jetzt meine Clique. So, und jetzt reden wir mal über Canon. Ich muss dazu sagen, falls du mich noch nicht so lange kennst, ich bin Canon-Fan. Seit 15 Jahren fotografiere ich mit Canon. Ist meine Lieblingsmarke, beste Bedienung aller Kameras meiner Meinung nach. Wobei Panasonic sie gerade überholt. Beste Hauttöne, wobei Panasonic sie gerade überholt. Leider seit der Canon 6D1 keine richtige gute Kamera mehr im Sinne von irgendwie innovativ oder irgendwas. Ich habe eine EOS R. Die habe ich mir gekauft, weil ich die beruflich brauche, weil ich halt irgendwie in meiner Rolle als Tester halt auch immer wieder Canon-Objektive kriege und ein bisschen mitreden können muss, aber ich benutze sie eigentlich nicht mehr. Und Objektive, was die machen ist, neuer Mount, sie versuchen uns zu verkaufen, man braucht einen neuen Mount, damit man bessere Objektive bauen kann, was nicht stimmt. Offensichtlich nicht, weil Sigma macht das seit Jahren. Bessere Objektive. Und Sony, Canon sagt jetzt, die Welt braucht ein 28-70 2.0. Nein. So wie die Welt einen Ferrari braucht. Es gibt einen Markt für Audi R8 und für Ferrari. Es gibt einen Markt dafür. Der ist sehr lukrativ. Der ist sehr attraktiv für die Hersteller. Aber der ist sehr klein. Das neue Schlachtschiff von Canon, das 28-70 2.0, wiegt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1,5 Kilo. Und es hat nicht 24 mm. Ich benutze das 24-70 von Sony jetzt auf 24 mm. Nicht auf 28, auf 24. All the time. Ständig bin ich da auf 24 bis 28. 28 bis 50 nutze ich kaum. Sondern in der Regel 24 oder 70. Und das kann ich nachher nicht mehr. Riesengroß, es ist lichtstärker. Das ist so. Aber so groß und so teuer kostet es, glaube ich, 3.500. So, wer kauft sich denn 3.500 Euro Objektiv? Nicht niemand. Ein paar werden das machen. Aber stattdessen eine Festbrennweite nehmen, viel schlauer. Macht viel mehr Sinn. Ist noch offenblendiger.
Und viel kleiner, leichter, schneller und so weiter. Gut, kann man eine andere Meinung haben. Also ich bin der Meinung, Sie haben das völlig falsch verstanden. Die sind im Moment voll auf dem Trip Gewinnmaximierung. Wahrscheinlich war McKinsey mal wieder bei denen zu Besuch oder sowas. Das ist jetzt böse. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber die werden irgendwie Kostendruck haben und versuchen jetzt irgendwie nur noch das zu machen, wo die maximale Gewinnmarge ist. Und das Spiel möchte ich einfach nicht mitmachen. Deswegen kennen für mich im Moment so ein bisschen tot, mache ich ein eigenes Video zu. Aber faktisch, objektiv, das ist meine Meinung, aber objektiv ist es so, dass sie im Moment sehr große, auch das 50mm, ich glaube 1,2, Riesenmonster, 50mm, wenn ich nur ein Objektiv haben dürfte, würde ich ein 50mm nehmen. Klein, leicht, lichtstark, für alles zu brauchen. Mit 50mm kann man alles machen. Es gibt von mir ein Video, ich verlinke da drauf. Wenn du nur eine, wenn du deine erste Festbandbreite kaufen möchtest, welche sollte das sein? 50mm, meiner Meinung nach. So, und was Canon macht, ist halt so ein Monster rausbringen. Panasonic übrigens auch. 2.500, glaube ich, riesengroß. Super gut, macht richtig Spaß, mega. Offenblendig, scharf bis in die Ränder und so weiter. Also fantastische Objektive, technisch brillant. In der Praxis will ich es nicht benutzen. Weil ich dünne Arme habe. So, nur so eine Randbemerkung. Meine Sony, ich filme das Sony. Kameratemperatur ist gestiegen. Aufnahme unterbrechen, falls Sie im Aufnahmemodus sind. Wieso weiß die Kamera nicht, ob ich im Aufnahmemodus bin? Ich hoffe, sie nimmt auf. Sony, das ist wieder Sony. Na gut, ich muss zum Ende kommen, heißt das. So, Schlusswort, ganz kurz Nikon. Nikon macht es richtiger als Canon, weil zum Beispiel habe ich zu Hause jetzt liegen das 50mm 1.8, habe ich mir selbst gekauft, selbst ausgesucht. Mega gut. Kenn ich schon, deswegen hatte es als Testobjektiv, jetzt habe ich es gekauft. Mega gut. Habe ich riesig Freude dran. 1.8, viel kleiner. So, Sony macht es richtig und bringt neues 35mm raus, 1.8. Zu teuer, weil Sony kann sich das leisten. Die kommen damit durch. Sigma bringt ja leider kein 1.8er. So, Schlusswort. Das Video wird schon wieder länger, als ich wollte. Und ich fange schon wieder an, zu schnell zu werden. Schlusswort. Ich habe es vorhin schon gesagt. Schreib doch gerne einen Kommentar. Was ist das Objektiv, das deine Fotos besser gemacht hat? Beziehungsweise besser machen würde, wo du denkst, wenn du das hättest, das würdest du ständig benutzen. Und jetzt kommt's. Ständig benutzen, nicht ein Objektiv, das du gerne haben möchtest, um dieses eine Foto einmal möchtest du richtig unscharfen Hintergrund und so weiter und trotzdem tolle Schärfe und so weiter. Dann miete das. Dafür gibt es ja Dienste, wo man Objektive mieten kann oder beim Freund ausleihen oder wie auch immer. Aber dann kauft man das ja nicht. Sorry an den Käufer. Ich bin mir sicher, du hast ganz viel Spaß damit. Ich hatte damit auch ganz viel Spaß. Die ersten zwei Shootings. Unter dem nicht mehr. Das wäre so ein bisschen mein Appell und wie gesagt, ich freue mich da auf ganz spannende Kommentare. Ja, und wie immer, ne, glaub mir das nicht, sondern bild dir deine eigene Meinung und es ist für mich völlig okay, dass du sagst, du hast eine andere Meinung. Ich will dir überhaupt nichts verkaufen und so. Ist mir völlig egal, welche Objektive du hast. Mir geht es ja nur darum, dass ich gute Fotos mache und ich freue mich, wenn du auch gute Fotos machst. Und ich bin mir sicher, das machst du, weil du bewegende Fotos machst. Und nicht, weil du Blende 1.4 statt Blende 1.8 benutzt. Weil ich sehe das nicht und du siehst das wahrscheinlich auch nicht. Nicht mal selbst. Manchmal sind wir da schon ein bisschen komisch. Ne? So wie Autofahrer, die irgendwie sagen, man muss 250 PS haben, 500 PS, keine Ahnung. Mehr ist besser. Nee, mehr ist nicht besser. Ich weiß nicht mal, wie viel PS mein Passat hat. Keine Ahnung, ich habe ein Passat. Und wenn ich zum Einkaufen fahre, nehme ich den Caddy von meiner Frau, weil der Caddy viel praktischer ist zum Einkaufen fahren. Und der Passat sieht besser aus und hat mehr PS. Ne? Und Der Caddy ist praktischer. Deswegen benutze ich den Caddy. Also, ich hoffe, das war interessant und ein bisschen unterhaltsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt muss ich Sony ausmachen, bevor sie explodiert hier. Stop. Hallo zusammen. Willkommen zu einem weiteren Dienstags-Fotografie-Laber-Video. Mein Name ist Stefan Wiesner. Und das Thema heute ist Objektive. In diesem Video möchte ich dir sagen, warum M mich immer erneut. Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Dienstagabend Laber wieder über Fotografie. Laber, was habe ich gerade gesagt? Ich sollte selbst ein bisschen mehr Kaffee trinken hier. Hallo zusammen. Jetzt habe ich im Moment ein großes Projekt am Laufen, wo ich ein Buch erstelle über Handwerker in Bild und Text. Und ein Teil davon sind Porträts. Und die habe ich jetzt nicht griffbereit. Dann Mist.